Servus Leute, wir sind heute an der chinesischen Mauer, aber natürlich sind wir nicht geflogen, sondern nach Tirol gefahren. Hier wunderbares Sportklettergebiet. Hier sind wir gerade im überhängenden ersten großen Hauptsektor und wir haben da gestern schon ein paar coole Touren gemacht und jetzt heute auch nochmal die Projekte dann durchgezogen. Ja, waren zwei mega Sportklettertage und wir wünschen euch viel Spaß beim Video. Ja, das ist eine Riesenmauer, wie der Name schon sagt. 150 Meter hoch, unendlich viele Routen, cooler Zustieg durch das Ambiente hier. Mega Panorama. Genau, geile Aussicht beim Sichern und beim Klettern. Wir waren gestern, wo es am Vortag davon ein bisschen geregnet hat, am Hauptsektor klettern, der relativ gut geschützt ist. Und da haben wir ein paar Klassiker gemacht. Die Henkelparade zum Beispiel, so 7a. Das Don Juan, ähnlich löchrige, relativ steile 7B, das ist eine graue Wand. Gemacht, der Max hat keinen Flash entlegt. Genau. Gut angesagt gekriegt. Ja. Ja, und Lando und ich haben uns dann in das Schikane verbissen. Oder Schikane an uns. Gas, auf geht's. Gib ihm. Geht schon. Come on. Ähnlich wie der Tiger Shere Khan aus dem Dschungelbuch haben wir uns heute die Route Shere Khan hochgebrüllt. Super steile, richtig athletische Züge. Mega geil, so ziemlicher Kilterboard-Style auch, würde ich sagen. Da hat es auf jeden Fall geholfen, die letzten Wochen viel im Projekt 1 am Kilterboard zu trainieren. Was auch wirklich besonders geil ist, sind die ersten vier Züge, wo man wirklich immer relativ extreme, aber sehr, sehr geile Drop-Knees macht. Die Tour ist wirklich wie gemacht dafür mit lauter so großen Dritten und Schalen, wo man seitlich Druck drauf bringt. Und nur das macht es dann auch überhaupt möglich, da in diesen doch relativ offenen und so compression-craftigen Griffen anzuziehen. Krux ist zwar nicht viel länger als in Franken, aber sehr coole Tour. Come on! Die Krux ist da letztendlich ein weiter Zug, wo man so eine bisschen komische Pinch mit links hat und dann super weit erst eine Tasche und dann einen Henkel verlängern muss. Gestern hat ein Local die auch probiert, da konnte man schon ein bisschen die Beta abschauen und waren dann gestern auch noch beide zweimal drin. War auch schon echt knapp bei mir, bin ganz oben nochmal rausgefallen. Bis so nach der Krux vielleicht nochmal 9 Minus oben raus, aber gerade weite Züge und ich bin nicht hoch genug gestanden. Heute dann im ersten Go tatsächlich nach der Aufwärmtour direkt reingeschaut. Hey! Beim ersten Go, da war wirklich jeder Zug unten übelster Fight und die werden dann zwar immer leichter, wenn man diesen Kruxzug gehalten hat, aber es ist immer noch so kräftig und anhalten und das war einfach, ja, jeder Zug kurz vorm Abfall und bin dann auch beim Schüttler erstmal, ja, wenig runtergekommen, hat aus dem Knieklemmer gemacht, der echt schmerzhaft war, trotz Kneepad. Und ja, bin dann relativ gepumpt in die Passage gestartet, zwar weiter als gestern, aber dann oben hat mein Fuß aber nicht gepasst. Ich war so gepumpt, ich konnte den linken Fuß nicht mal nachstellen. So! Okay. Ah, nein! Nein! Fuck! Das geht's nicht! Wieder falsch gestanden. Oh. Scheiße! Freedom ain't a dream, it's a long stretch of highway. Genau, aber dann im dritten Go habe ich dann nochmal nichts anbrennen lassen. Und unten, das war einfach nochmal schneller, nochmal effizienter.
Shirt and tie, daily grind, life ain't just a dollar sign. Clocking miles, throttle down, helps you leave it all behind. It doesn't get any better than this when you live what you love and love what you live. Oben mit der Methode vom Simon geschüttelt, nur auf den Fuß aufzuhocken. Zwar auch nochmal auf jeden Fall effizienter und dann oben auch nochmal mit der Best und Beta das dann einfach souverän durchgezogen. Aber ich glaube schon, also der Local gestern hat auch gesagt, ja, wenn man da unten durchkommt, klettert man schon nochmal oben raus und manche hören dann einfach den ersten Umlenker auf. Aber erst da oben, das macht schon nochmal einen Unterschied auf jeden Fall. Da man jetzt wirklich nicht allzu viel Ausdauer, da eher der Boulder da ist. Mega! Dann hat der Simon oben auch noch die Herzogkante geklettert. Das war höchst spektakulär. Wirklich ein Spaß dazu zu schauen. So, jetzt sind wir fast mal am Anfang, weil es so übel schon losgeht. Und oben ist es dann richtig pumpige Kantenkletterei. Und ja, bin ich so am allerletzten Hemd oben raus angekommen. Völlig ausgelaugt, aber ja, Wahnsinn. In dem Panorama und so überhängende Kante, wow. Insgesamt ein bisschen technischer als unten. So die tiefen Taschen, die gibt es hier leider nicht mehr. Die fetten Enkel. Mehr Geschiebe, mehr Gepresse. Das ist alpinerer Fels. Aber extrem eindrucksvoll. Was ist der Plan? Plan? Die anderen ist die Kraft, um einem Schulkan zu verfallen. Gibt es noch ein Go? Ja, mindestens ein. Wie schätzt du deine Chancen ein? 25%. Nice. Max, wie schätzt du Simon seine Chancen ein? Ich reiche schon hoch. Dann wären es schon 50. 50-50. Und schon klappen. Jetzt hat er nochmal Energie getankt nach dem Durchstieg oben. Und bei dir gesehen, wie es geht. Max, kannst du das bitte nochmal erklären? Pro-Tipps. Das ist zu spirituell. Ja, besser, also die 25% Chance, die haben sich ausgezahlt. Ja, absolut am Limit, aber davor ist Lee einfach super gut. Die Hooks haben perfekt gesessen, bei mir nicht selbstverständlich ist. Ja, und dann muss man halt brüllen wie Shere Khan, dass man durchkommt, weil nach dem weiten Zug, den hat die eh nicht perfekt, ist das so für mich am absoluten Limit. Und oben schon ordentlich Angst gehabt, dass irgendwas schief geht, aber das war alles dann sehr kontrolliert.
Ja, ich bin super glücklich. Riesenfreude, dass es so einem schwierigen Start halt früh sich noch so gut löst. Halt wird es heute mit einnehmen, dass es, egal wie der Tag beginnt, kann gut enden. Ja, aber sehr coole Kletterei. Also ich liebe einfach diese alpinen Klettergarten mit den großen Griffen, perfekter Fels und auch mal Aussicht. Ich glaube, da kann man schon mehrere Tage hier oben verbringen, dass man da mal einiges gesehen hat und gemacht hat. Jetzt haben wir nicht so schnell langweilig. Ja, herzlichen Dank an die lieben Österreicher für das ganze Einrichten. Nur die Fixecken, die sind mir ein Graus, ein Groll. Also die dürfen es gerne in ihre Hallen hängen. Ja, danke, dass ihr mal wieder bis zum Ende mit dabei wart. Wart ihr schon mal in der chinesischen Mauer klettern? Habt ihr Routenempfehlungen oder würdet ihr da gerne mal hin? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Und abonniert auf jeden Fall den Kanal, denn in 2 Wochen kommt unser größtes Filmprojekt bis jetzt überhaupt online. Und das solltet ihr auf gar keinen Fall verpassen. Und ja, danke an Max und Simon für diese 2 super schönen Sportklettertage da an der chinesischen Mauer. Und das wird sicher nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir da vor Ort waren. Und zu guter Letzt habt ihr jetzt noch die Chance, bei unserem Fotoshooting-Gewinnspiel teilzunehmen. Jeder, der bis zum 30.06. was bei Chunky Flake aus der Euroclimbs-Kollektion bestellt, ist automatisch mit dabei. Und ihr könnt ein professionelles Kletterfotoshooting hier im bayerischen Jura gewinnen. Ansonsten wünschen wir euch eine gute Zeit am Fels. Klettert's gescheit, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal hier auf Euroclimbs. Ciao!